帮帮忙，帮帮帮忙，帮帮帮帮帮忙，帮帮忙，帮帮忙，帮帮忙，帮帮忙，帮帮忙，帮帮忙，帮帮忙，帮帮忙。Paul， guten Morgen, Ginger. Ja, hi. Hallo, hallo. Hallo. Schön, euch zu sehen und guten Morgen. Oh, ich sehe gerade, ich habe noch gar nicht. Okay, now I'm ready. Hallo. Hallo, hallo, hallo. Mensch, Paul, wir sind am Essen. Ist wirklich so. Wir sind hier am Frühstücken. Guten Morgen. Heute mit zwei Kaffees. Ja, einer auf einen, auf jedem Horn. Kannst aber gut die Tassen auf dein Hörnchen balancieren. Oh yeah. Ich gehe in die stille Ecke. Gut, Paul, das ist gut, dass du schon weißt, wie es hier läuft. Na gut, gut, dass du es weißt. Guten Morgen, hallo, morgen, hallo, wie habt ihr geschlafen? Das Spiel mit den Blöcken, yeah, wir spielen das Spiel mit den Blöcken. Du hast nicht wieder einen Liter Kaffee getrunken? Nee, aber ich habe dein Video zum Frühstück geguckt. Also zum Frühstück, zum im Bett wach werden. Hallo, guten Morgen. Hallo. Schaffen? Nicht so gut, war zu warm. Schaffen? Oh. Danke schön fürs Pat-Pat. Ja, die Wärme war wirklich ein bisschen das krasse Ding. ich weiß auch gar nicht, woher das plötzlich wieder kommt. Oh, da war eine Donation von Pat. Oh my freaking God. Ah, jetzt geht's wieder. Ich vergesse das. Das ist so komisch. Stream-Elements kriegt immer neue Macken. Ganz weird. Steve, hallo, guten Abend. Ja, guten Abend. Abend. Für den guten Content heute Morgen, Yin Yagasm. Sag das doch noch nicht jetzt. Du weißt doch noch gar nicht, was für Scheiße ich heute mache. Ginger, guck meine Videos. Bock. Yes, I do. I do. Hallo, Toffee. Hallo, Escalator. Danke für 8 Monate auf dir 2. Hallo. Guten Morgen, Best of Anime. Guten Morgen, No Name. Guten Morgen, Satania. Guten Morgen, Lobby Ho. Guten Morgen, Pit. Ist doch egal. Wirklich? Meinst du? Oh. Und meine Sekte, please God, no. Geschweige, man wird einen haben. Wieso denn, Greenie? Was ist denn los bei dir? Hallo Toad, guten Morgen Flashy, guten Morgen Anima, guten Morgen Jack, guten Morgen Kurian, guten Morgen Eleni, guten Morgen... Oh my freaking God, why is this so loud? Mamau, mamau. Mama. Ich benutze nicht mal dieselbe Playlist, die vorher auch so viele Lautstärkenunterschiede hatte. Das ist eine andere. Aber die kriegen es wohl auch nicht gebacken, die alle anzugleichen. Oh, Tara, danke schön für 51 Monate. What is even time anymore? I don't know. Ich weiß auch nicht, wie lange ich schon Streamer bin. Aber ich bin trotzdem hier und trinke jetzt Kaffee zum Frühstück. Ich liebe deine Stimme, danke schön. Meine Stimme ist richtig unaufgewärmt. Ich wurde gerade gefragt, ob ich gut geschlafen habe. Wow. Im Prinzip, I did. Ich habe gut geschlafen, im Prinzip. Prost, ja, dir auch. Yay. Yeah. Ich habe im Prinzip gut geschlafen. Das Problem war, irgendwann heute um 5 Uhr morgens hat sich einer meiner Kater, Ricky, auf mein Gesicht gesetzt.
Ja, hat sich literally einfach auf mein Gesicht gesetzt. Und dann konnte ich mich auch nicht mehr bewegen. Der hat mich da irgendwie so festgehalten. Okay, von einem Wolf Energiebündel zur Kaffee-Junkie leuchtet Ziege. Hier bin ich richtig. Yinja tut Yinja Kaffee in Japan zu. Streamt Luni gerade und ist die richtig energetisch oder wie? Ach du Scheiße. Ne, mein Frühstückstream ist immer... Ist immer... wie heißt es nochmal? Cozy. Cozy. Entspannt. Ich nicht irgendwas von Poltergeistern geträumt. Aber nicht wegen... Aber nicht wegen dem Spiel, oder? Hast du Albträume wegen dem Spiel bekommen? Kater hockt sich auf dein Gesicht. Yes, ich bin fast erstickt an dem Flausch. Es war süß, aber ich bin voll wach geworden davon. Ein Sodokon, danke schön. Für 18 Monate, danke schön. Und dann habe ich den weggescheucht. Hab ihn ehrlich gesagt unter meine Decke gelassen, aber da ist er nicht lang geblieben. Und dann heute Morgen, kurz vor Streamstart, also eine halbe Stunde vorher, als mein Wecker geklingelt hat, hat sich Shino auch nochmal auf mein Gesicht gesetzt. Und dem war das wirklich scheißegal, wie viel ich mich bewegt habe. Der wollte mich einfach umbringen. Ihr habt immer noch das Gefühl, ich habe kitzelnde Haare im Gesicht. Oh, kennst schon deine YouTube-Videos. Hallo, Hallöchen, schön dich zu sehen. Wir machen heute ein Frühstücksteam. Heute ist immer ein bisschen ruhig und entspannt und meine Stimme ist irgendwie gar nicht da. Oh mein Gott. Und Gingers Bart wächst, ja, der Katzenhaarbart. Ich habe einen Kaffee hier und erneut einen Donut. Bitte hinterfragt das nicht. Ich glaube, meine Liebe dazu ist nicht mehr gesund. Kaffee und yeah! Welcher Donut? Immer Schoko. Ich mag keinen anderen Donut. Hoffe, es geht dir gut. Hoffe, gestern nicht mehr allzu lange gesaftet. Nee, wir haben gar nicht gemacht. Actually, ich hab bis spät in die Nacht noch an Projekten gearbeitet. vor allem habe ich aber geduscht. Oh mein Gott, das ist wieder so laut. Oh, ich mag die Musik, aber but why is it so loud? Ich mag die Musikauswahl, though. Ich liebe die alten Animal Crossing Songs. Ja, also ich weiß nicht, vielleicht bin ich doch einfach nostalgisch, aber die alten Animal Crossing Songs sind so richtige, entspannende Nostalgiebomben, wirklich. Wenn du sonntags morgens keinen Donut hättest, würde ich mir Sorgen machen. Doch, irgendwann muss ich aufhören damit. Ich kann doch nicht jede Woche eine Donut essen. Oh. Guten Morgen, Frau Kaffeeziege. Guten Morgen, ihr. Also Leute, ihr habt Yinja gehört. Es soll hier ruhig und entspannt sein. Ich fange an mit 200. Wer steigt mit an Yinja? Yinja Panzu. Nein, hört auf. Hört auf, please. Please, please, please. Ich sehe jetzt, wir haben ja schon Hype Train. Dankeschön. Guten Morgen, ihr alle, und vielen lieben Dank. Dankeschön. No. Guten Morgen, Patsy. Oh, hallo, hallo, Chaffee. Hallo. Ich erhöhe auf 300 Yen Japan zu. Nein. Schoko. Ich hasse alles. Oh, what? Jaxter Black. Danke für 5 Subbies. Oh, Mann, ey. Oh, Mann. Ich gehe schon mal in die Ecke. Wir machen schon mal Minecraft an. Oh, nein. Ach, Leute. Du kannst jede Woche einen Donut essen. Also bisher kann ich es mir auch noch nicht abgewöhnen. Ich habe das mir so angewöhnt, zu den Frühstücksstreams mir mal einen Donut zu holen. Nicht die stille Ecke, das ist meine. Okay, Paul, ich finde, du kannst langsam... Oh, Mona spielt...
Hat Mona jetzt gerade auch Minecraft angemacht? Damn, die Olle. Krass. Scheiße. Ich kann, glaube ich, ich kann sie dann gar nicht stalken gehen, glaube ich. Guten Morgen. Hi, hi. Wow. Lecker Biddies. Ich gehe mit und setze nochmal 100 drauf. So funktioniert das nicht? Das sind hier keine Wetten oder sowas. Mona, die kleine Minecraft-Eule ist wirklich so. Vielleicht komme ich dich stalken, aber don't worry. Tja, Leute, dann hier meine Crafteur. Will ich einen Lavasee machen? Lecker Biddies. Oh, wo? Und jetzt hört doch auf! Hört auf mit dem Biddies! Lecker Biddies. Mach auch mit. No! Dankeschön, vielen lieben Dank, aber God no! Lecker Biddies. Bin dabei. Hallo, Havok. Hä, was passt? Was geht gerade ab im Chat? Dankeschön, Lucasio. Dankeschön, Heinz. Dynasty Warrior, genau, Dynasty Warrior. Das ist das, was ich sagen wollte. Lecker Biddies. Let us go. Let us go. Lecker Biddies. Ich liebe die müde Leuchterziege, die kann man so gar nicht ernst nehmen. Ich bitte 755 Yen-Ya-Tap-Yen-Ya-Tap-Yen-Ya-Tap-Yen-Ya-Pan zu. Was soll das denn heißen? Die kann man nicht ernst nehmen. Wie ist es das denn? Danke fürs Papad. Da macht man ein bisschen Blödsinn, eskaliert. Ich will, Leute, ich will nur cozy. Ich will heute nur ein bisschen. Ich bin noch nicht ganz da. Ich freue mich sehr auf den Stream. Oder über den Stream. Ich bin aber noch ein bisschen. Ja, ein bisschen nicht da so. Aber wir haben ja gestern nicht gestreamt. Ich war ja bei Mona gestern im Quiz. Warum kann keiner seine Playlists abmischen? Das ist wieder arschleise, ja, ich hab's gemerkt. Ich guck mal, ob ich eine andere Playlist finde, aber die Musikauswahl ist gut. Nein, kein Dubstep-Intro. Bitte nicht. Danke, Walter, für 755 Bits, Leute, dankeschön. Nee, ich finde den Stream eigentlich deswegen sehr, sehr hübsch, sehr, sehr nice. Ich freue mich immer auf Frühstückstreams. Und mein Kaffee schmeckt gut. Ich kann Ginger auch nicht ernst nehmen. Ach komm, Leute. Mondi, danke für Jan, hilf mir mal. Ach, sei leise. Wobei soll Jan denn jetzt helfen? Jan, gib mir bitte meinen Comfy-Stream zurück. Ich will nicht mehr. Please give me my Comfy-Stream. Quiz war lustig, auch wenn ich ihr leider nicht gewonnen habe. Wart ihr dabei gestern beim Quiz? Oh Mann. Ich war gestern beim Mona-Quiz. Ich war zusammen mit Marco in einem Team. Luni war mit Katazuri in einem Team. Nein, Netox Rage, no. Stop it. Ich ignoriere das jetzt, was ihr macht. Wenn ihr mir nicht meinen Kombi morgen gebt, dann nehme ich mir den einfach, geil. Janne schuld, dass die Streams nicht cozy sind. Genau. Genau. Oh mein Gott. Und da waren als Kategorien Mathe, Biologie, Physik, Geschichte und Deutsch. Und ich hasse alles, weil ich habe von den Fächern irgendwie, also bis auf ein bisschen Biologie, weil das habe ich im Abitur gehabt, habe ich echt gar nichts mitgenommen. Es ist richtig, richtig schlimm gewesen. Ich dachte so, warum sind da drei mathematische Sachen drauf? Was soll das? Where are the languages?
Oh Mann, ey. Du hast garantiert den Sport rasiert. Nee. Nee. Hallo, ich hab nicht verschlafen oder so. Hallo, Nebo. Oh, ich muss mich mal kurz strecken. Oh, I'm trying level 5. What the fuck? Are you fucking nuts? Seid ihr nicht auch müde? Was ist denn los mit euch? Deine Ferien sind vorbei. No. Okay, das klingt nicht schön. Oh, Strecken war richtig geil. Okay, einmal wiggle. 4 Stunden Schlaf gehabt. Jo. Wer rammelt mich da? Okay. Oh, what the fuck? Der Moment, wenn mich eine Kuh von hinten rammelt. So, ich sag mal. Wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle. Nehmen wir mal die hier. Wiggle, wiggle, wiggle. Okay, das muss reichen. Ah, bin gerade aus dem Bett gefallen, bin noch wirklich da. Meinst du bist noch nicht wirklich da? Ja, fühle ich. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich habe mich ans frühe Aufstehen gewöhnt. Damn, ich wünschte, das wäre bei mir auch so. Was eine blöde Kuh, einfach ohne Erlaubnis Ginger rammeln. Geht echt gar nicht klar. Wirklich gar nicht. Guten Morgen, Deros. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Habe bis 3 wach, bin um 9 aufgestanden. Geil. Fühle ich nicht so. Ich bin um 1 Uhr noch was dann schlafen gegangen. Ja. Ehrlich gesagt war das richtig cozy, gestern Abend noch an Projekten zu arbeiten. Ich mache das normalerweise eigentlich in letzter Zeit eher nicht so. Lecker Babys. Dass ich die... für die morgendliche Donut-Klasse dankeschön. Warum fehlt dir denn Sand? Mona, what happened here? Jetzt kommt wieder die Ignorieren-Nummer an Jenja-Klassiker Jenja-Lul und ich bin seit 6 wach, war joggen, hab Tai Chi gemacht, Frühstück ist schon verdaut, also ich bin dir um einiges voraus in Japan zu. Du warst schon joggen und ich wünschte, ich könnte das auch. Ich wünschte, ich könnte es auch. Das wäre so cool. Früh aufstehen und richtig produktiv schon sein. Ich höre mal deine Musik auf Spotify, dankeschön. Und die ignorieren nochmal. Was soll das heißen? Ich muss das machen. Wie soll ich denn sonst überleben? Imagine noch Schule haben, schon cringe. Ja, ne? Oh Gott, I'm sorry. Imagine allgemein Dinge aus der Schule wissen, schon cringe, so. Gesundheit, dankeschön. Gesundheit. Alles gut, Sarah, bis Dännchen. Gesundheit! I'm so sorry! Wie könnt ihr alle so lange pennen? Also Tom kann nicht so lange pennen und der hasst es. Der würde manchmal gerne ausschlafen, aber er kann einfach nicht, weil sein Körper ihn irgendwann einfach weg... 5000 Bitties. Dankeschön. Vielen lieben Dank, Rotek. Vielen, vielen lieben Dank. Ich bin seit 10.15 Uhr wach und habe schon Ginger Stream geguckt. Das kannst du in deinen Lebenslauf schreiben. Hallo, ich bin seit 10.15 Uhr wach und habe Ginger Stream geguckt. Boah, ich würde auch gerne ausschlafen, aber meistens falle ich auch gegen 7 Uhr. Ich verstehe gar nicht, wie. Ich kann das gar nicht. Ich wache immer einfach dann auf. Wenn ich ausgeschlafen bin. Oder wenn sich eine Katze auf mein Gesicht setzt, aber normalerweise passiert das nicht so oft. Ich auch 6 Uhr spätestens, egal wann ich schlafen gehe. Warum, Lea, kommt? Wie kommt denn das, dass euer Körper euch dann einfach rauswirft? Das verstehe ich nicht. Bei mir ist das gar nicht so. Schneide ich ab und zu schon um 5 Uhr an Videos. Oh mein Gott. Ich wünschte, ich könnte das auch. Man ist immer morgens so produktiv. Und so, es ist so ruhig und schön. Man kann da so in Ruhe an Videos schneiden. Da hat man so viel Konzentration. Seit wann kann man einmal stacken? I don't know. Ich benutze, glaube ich, die neueste Version
von Minecraft. Da fühle ich Tom, wachst auf und fühlt sich immer noch erschlagen, aber weiter pennen kann man auch nicht mehr. Ich verstehe echt nicht, wie. Tom. Hallo Mona! 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 Was hat Mona für eine Rüstung? Du bist ja richtig fancy schmancy. Warte, kann ich dir einen Fisch geben? Hier, einen Fisch. Was gibt sie mir zurück? Ah nee, ich krieg eine Kartoffel. Oh, Bock, danke, eine Kartoffel. Dankeschön, yeah. Wow. Leute, ihr müsst Mona mal alles Gute zum Geburtstag wünschen. Ich weiß gar nicht, ob sie gerade streamt, aber... Ja, Schnieke. Ihr müsst ihr alles Gute wünschen. Yeah. Ah, sie streamt gerade, okay. Wie sie mich beobachtet. Ich sehe dich. I see you. Also, nein, ich habe doch keinen Geburtstag. Mona hat Geburtstag. Oh Mann, ey. TCD, danke schön für deinen Sub, sehe ich gerade. Oh, das ist so schön, dass die... Oh, die Bäume Samen. Oh, Gesundheit. Oh, die Bäume sind so schön am Samen. Das ist richtig schön. Ja, Mona hatte Geburtstag, aber die Feier hat gerade einen Special Geburtstagsfeier-Stream. Sind das denn Blätter? Aber sind die Blätter nicht auch Samen? Oh, die müssen doch irgendwie Samen. Nein. Lauben, nicht Samen. Aber können die nicht auch mit den Lauben Samen? Wow. Aber wofür ist das dann gut, dass die pinke Blätter verlieren, wenn nicht, um andere zu besamen? Das verstehe ich nicht. Brockbus, danke für 4 Monate. Wie, ich esse dich? Wieso denn? Was habe ich falsch gemacht? Laub kann nicht samen. Oh Mann. Das macht mich legit jetzt sad. Oh, ich muss den Chat ja hier hin machen. I forgot. Ich gucke die ganze Zeit raus. Sieht weird aus für euch. Also vielleicht habt ihr jetzt nichts gesagt, aber es ist angenehmer, wenn es aussieht, als würde ich ins Spiel gucken. Ach so, ich habe ihr vorgeschlagen, dich zu stalken, damit du dich wieder in den Horrorstream zurückversetzt fühlst. Ja, cool. Warum ist da ein Creeper? Fuck you. Fuck you, Creeper. Fuck you. Fuck you. So. He dead now. Er hatte keine Chance gegen mich. Kommt dieses Video auch auf YouTube? Also normalerweise lade ich alle VODs hoch, ja. Es sei denn, es sind VODs mit irgendwelchen rechtlichen Problemen. Aber sonst eigentlich wird alles hochgeladen. Victoria Eisenblut, danke für 16 Monate, danke schön. Du hast dir Cake geholt? Was für ein Cake gibt es bei dir zum Frühstück? Oha. Oh mein Gott. Ich glaube, ein Creeper-Sound-Alert wäre fies gewesen, als ich mich weggedreht hätte. Das wäre fies gewesen, ja. Ich hatte Lust auf Blumenstück. Walter, warum kackst du in den Chat? Was soll denn das? Warum, Walter, warum? Bienenstich ist mega... Ich liebe Bienenstich. Bienenstich ist legit so toll. Warum ist die Musik so leise? Ich guck mal, ob ich andere Animal Crossing-Musik finde. Ich hätte Animal Crossing und Rain Sounds. Oh
Aber die Musik ist vielleicht sehr leise. Oh. Ist das so gut? Wann kommt die Sahne? Ja, ist so gut? Okay, dann lassen wir das so. Ich habe einen Bienenstich, aber ich glaube, du meinst nicht den Kuchen, oder? Ich hasse Bienenstich. Bienenstich ist so toll. Ich finde den so lecker. Wirklich. Wann hast du zum ersten Mal gestreamt? Ich glaube... Oh, das kann ich gar nicht sagen, ehrlich gesagt. Aber ich habe ein Stream-Jubiläum, at least. Und das war der 16. November 2017. Ab da habe ich mich offiziell als Streamer bezeichnet. Bye, Koala Boy. Bye, bye. Oh, was? Sei froh, dass meine Verbindung nicht gut ist. Wollte das nämlich machen mit dem Creeper. Tja. Haha. Das Schicksal ist auf meiner Seite. Als Ginger gestreamt hat, gab es nicht mal Computer. Ja, okay, das glaube ich eher nicht. Das glaube ich nicht so. Puh, wir sind heute in zwei Kaffeetassen-Modus. Yeah, ich habe sie an meine Hörner gebaut. Ich liebe das. Oh, ich esse jetzt Monas Ofenkartoffel. Oh, kann ich nicht, schade. Ich dachte gerade. Na gut. Lebkuchen und Spekulatius, ist es denn schon Weihnachten? Pfirsich-Bananenkuchen. Oh, das klingt wirklich sehr fruchtig. Hab die Tage ein Q&A von dir auf YouTube angeschaut. Das ist so wholesome gewesen. Boah, das muss doch richtig alt gewesen sein. Ich habe, glaube ich, 3 Stück gemacht oder so. Welches hast denn du gesehen? Ein ganz altes im VR-Chat? Lebkuchen bei 30 Grad, wo dann? Aber Lebkuchen werden doch nicht schlechter, wenn es wärmer draußen ist. Oder? Oh, was? Damit, warum kannst du deinen rechten Arm kaum bewegen? What the fuck? What happened? Eigentlich wäre es mal wieder Zeit für ein Q&A. Oh. Die Q&As waren mal recht viel Arbeit und ich hatte das Gefühl, sie waren viel Arbeit zu schneiden, aber waren trotzdem jetzt nicht so die geilsten Videos an sich, hatte ich immer das Gefühl. Deswegen wollte ich noch nicht noch eins machen. Warte, vielleicht sollte ich erstmal die Löcher hier füllen, bevor ich den Rest mache. Gebrannte Mandeln, ja, die sind geil. Gebrannte Mandeln. Nee, doch, davor, du hast über die unterschiedlichen Communities auf YouTube und Twitch gesprochen. Noch davor? Meinst du auf... Ich habe, glaube ich, auf meinem Kanal kein Q&A, das vor VR-Chat passiert ist. Ehrlich gesagt. Das klingt ehrlich gesagt wie ein Video von meinem Let's Play-Kanal, aber mein Let's Play-Kanal ist privat. Den kann man eigentlich gar nicht mehr gucken. Boah, Leute, das ist so Pain. Seht ihr, wie unregelmäßig die Lava hier aussieht? Du hast doch alte Q&A auf Ginger, ja, aber die meint Mundi anscheinend nicht. Du hast einen Let's Play-Kanal? Hatte ich, ja. Yes. Ich habe mit Let's Plays angefangen, bevor ich Streams gemacht habe.
So. Sieht immer noch absolut krüppel aus, ey. Oh nein. N7 Void Phoenix, dankeschön für 3 Monate, dankeschön. Ah, wird denn da jetzt wirklich Lava auf Gold machen? Ja. Ja. Hat auf YouTube Q&A selbst Indikation von dir gesucht? Warte, was meinst du damit? Wolflings, dankeschön für 2 Monate, dankeschön. Wieso hast du aufgehört? Weil Let's Plays, also erstmal waren Let's Plays extrem viel Arbeit, aber sie haben keinen Spaß mehr gemacht. Mir haben Streams einfach viel mehr Spaß gemacht. Und das würde ich auch immer noch heute so beschreiben. Let's Plays fühlen sich halt sehr einsam an. Und sind sehr zeitintensiv. Und du hast irgendwie bis auf das Game an sich nicht wirklich irgendwas was dir daran Mehrwert bietet, sag ich mal. Und wenn du das Game magst, aber es zum Beispiel auch gar nicht richtig ankommt, ne, auf YouTube die Zahlen stimmen nicht, niemand kommentiert, es interessiert die Leute einfach nicht, dann ist das demotivierend. Keine Ahnung. Let's Plays sind ja auch irgendwann einfach ausgestorben. Hat sowieso nicht mehr so richtig funktioniert. Oh. Die Sache ist, Leute, wenn ich diese obligatorische Mauer da wegmache, fließt da sowieso alles durch die Gegend. Die VODs sind doch Let's Plays Plus mit 50% mehr Inhalt. Ja, die VODs sind ja jetzt einfach nur Reuploads von denen. Also sind ja einfach nur die Streams nochmal da hochgeladen. Finde ich zwar sehr, sehr cool, dass Leute das nice finden. Dafür, dass es nur VODs sind. Aber VODs sind ja auch dementsprechend kein Aufwand. Und ich habe vorher halt den Aspekt gehabt, dass ich mit euch quatschen konnte und so. Let's Plays sind halt wirklich einsam, lonely. Du sitzt halt nur in deinem Kämmerchen. Nimmst für 3 Stunden irgendein Game auf. Dann musst du tagelang da sitzen und das rendern, weil mein PC einfach Rentner war. Edition, nein, stop it. In meinem Tunnel gibt es keine Creeper. Genau, wie du schon sagst, VODs sind Reuploads, während LPs speziell aufgenommen werden, genau. Und hier sitze ich einfach mit, ich streame mit euch und lade das einfach wieder hoch. Also, das ist ja für mich kein Aufwand dann. Ich habe nur bis Folge 8 geguckt bei Minecraft Leitmotiv. Das sind halt einfach nur meine Streams wieder hochgeladen. Jetzt gerade guckst du Folge. Weiß ich nicht. Was ist denn das jetzt für eine Folge? Oh, ich sollte eigentlich die Goldstiefel ausziehen, nicht, dass die kaputt gehen. Oh, ich soll zwinkern. Oh, Sarioka. Sarioka, danke schön für deinen Sub. Wann war der denn? Ich hab den gar nicht gesehen. Dankeschön. Danke für deinen Subgift. Oh, Majora, wie lange gezwinkert werden? Majora. Majora. Majora, hallo. Hallo, Majora. Danke, dass du Videos von mir schneidest. Danke für all deinen Aufwand. Danke, dass du da bist. Ich liebe, dass ich immer so gut zwinkern kann. Das ist großartig. Vielen Dank, dass du die VODs hochlädst. Dadurch kann man gemütlich den Stream nachholen, wenn man ihn verpasst hat. No! Dankeschön. Ey, freut mich. Es sind halt wirklich nur Reuploads, aber freut mich natürlich trotzdem, dass die irgendwie ankommen. Eigentlich war das am Anfang der VOD-Channel eher so ein
wie nennt man das, Fanservice-Channel, weil Leute immer mal gefragt haben, VODs auf Twitch nachschauen, ist halt echt wack. Kann man machen, aber YouTube ist deutlich die angenehmere Plattform dafür, sage ich mal so. Außerdem kannst du da mit Timestamps arbeiten, ist einfach schöner. Oh nein, ich muss Hampelmänner gleich machen, ich mach's gleich. Die comfy Animal Crossing Musik im Hintergrund, oh yes, ich finde die auch toll. Also ich mach gleich Hampelmänner und streck mich dann. Auf Twitch Videos schauen ist schon, ja, schon nicht so geil. That's true. Das ist wirklich true. Werden die VODs nicht auch irgendwann gelöscht? Wenn du sie als Highlights markierst, nicht, aber sonst ja. Ich weiß aber nicht, ob es 6 Monate sind. Oh, nicht so sicher darüber. So. Was hat Luni für ein Haus? Sie hat ihren Van gemacht. Wir laufen da immer dran vorbei. Kann ich gleich mal zeigen. Wir haben früher immer alles als Highlight markiert. Heute wird es auf YouTube hochgeladen. Genau. Okay, Hampelmänner, Leute. Hampelmänner, ich strecke mich mal erst. Oh, to be honest, ne? Mach das auch mal. Strecken ist echt gesund. Einmal wirklich so alles langstrecken, Rücken, Beine. Arme. Nacken. Echt gut. Wirklich jetzt. Ist gesund. Mach das ab und zu. Okay. Männer, let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nee, lass mal. Nee, musst du nicht jetzt machen. Aber so generell ist das ziemlich geil. Es tut nicht nur gut, sondern ist auch sehr gesund. Puh. Einmal quasi die Muskeln benutzen. Denen kurz sagen, dass sie noch leben. Oh, bisschen außer Boost, Alter. Puh, ich habe schon kein gesundes Frühstück gegessen und jetzt auch noch Hampelmänner. Ginger hat Muskeln. Okay, Melanie, to be honest, fühle ich. Oh, also was ist eigentlich mit meinem Ständer los, Bro? Der hatte mal nicht gequietscht. Was ist los mit ihm? Also to be honest, ja, ich habe ein großes Defizit an Muskeln. Aber ja, also ich verstehe schon den Witz, aber ja. Ich gebe mein Bestes. Hast du den nicht gewechselt? Habe ich! Der quietscht wieder, der neue Ständer jetzt. Ich glaube auch, ich muss den ölen oder so. Oh, da wären wir wieder beim Ständer-Einschmier-Stream. Ginger, nein. No. Bitte nicht. Okay, wenn ihr alle sagt, bitte nicht, dann mache ich das nicht. Alles gut. Hey, du sollst bitte nicht das wieder wegpacken. Supi. Sehr gut, Chat gibt einen Keks. Ach Leute. Da muss ich auch mal um seinen Ständer kümmern. Guck mal. Ich habe mal überlegt, ein Video über Ständer Neues zu machen. Hab die Idee aber verworfen.
Mann. Ach ja. Wunderschön. Nee, mach mal nicht. Bitte kein Video über Ständer Noises. Wird es irgendwann wieder Katzenohren geben? No. No cat. No cat. Das weiß ich nicht, vielleicht doch, aber... Bisher only Fox. No cat, only Fox. Ja. Okay. Nee, Let's Plays waren wirklich nicht das Wahre. Ich habe irgendwann gemerkt, dass Streams einfach viel, viel mehr Spaß machen. Viel, viel, viel mehr. Man kann in Streams mit Chat reden und man... Also allgemein irgendwie, wenn ich streame, habe ich das Gefühl, ich bin nicht so alleine. Let's Plays und Videos aufnehmen fühlt sich halt oft sehr einsam an. Du sitzt halt in deinem Kämmerlein, machst dein Ding, dann lädst du das hoch und hoffst, dass irgendwer vielleicht mal kommentiert oder so. Am Ende. Aber hier seid ihr halt beim ganzen Prozess dabei und das macht halt viel mehr Spaß. Mhm. Das, ja, war der Grund, warum ich gesagt habe, ich will keine Let's Plays mehr machen. Oh. I'm sorry, das klang jetzt trauriger, als ist alles gut. Let's Plays waren sehr frustrierend, ja. Wirklich, also auf die Dauer, die sind so zehrend auf die Dauer. Werden Let's Plays überhaupt noch so aktiv geschaut? Von der Minderheit schon. Von der Minderheit, von Leuten, die das halt nur so kennen, die schauen das gerne so. Aber sonst geht eigentlich der Trend eher zu... Achso, ich muss ja gar nicht schlafen. Zu, edited... Ich nehme das Bett mal mit, falls Mona schlafen will. Moment. Zu edited Gameplay-Videos. Eigentlich hin. Damit meine ich eigentlich nicht mal so Highlights, wie ich sie hochlade. Also schon Videos, die man extra aufnimmt für ein YouTube-Video, aber dann halt so zurechtschneidet, dass das irgendwie auf ein bestimmtes Thema passt. Inzwischen sind RPs wieder Nischen-Content. Ja, genau. Also ich denke, so für so eine Small-Nische funktioniert das auch noch. Aber es ist wirklich nur eine Nische. Videos schneiden, wer macht denn sowas? Hallo, Wursti. Oh. Hallo, Wursti, wie geht es dir? Guten Morgen. So 15 bis 20 Minuten Highlights. Ach, wie lang das ist egal eigentlich. Es gibt Gameplay-Videos oder Videos über Gameplay, die eine Stunde lang sind und die sehr erfolgreich sind. Hier wie diese Videos von dem einen Typen, der so Videos macht wie I've built an unethical zoo. Igitt Yinja will mit uns reden, Yinja, und später werden wir wieder ignoriert, Yinja Bu, und danken Yinja, jetzt fühle ich mich wie alt Yinja Rep Yinja Panzu. Bitte was? Let's game it out. Ich glaube irgendwie so, ja. Aber so diese Art von Video, die sind ja auch ein bisschen länger meistens, aber sind ja trotzdem krass editiert und haben ein bestimmtes Thema. So. Das Game Loud ist wunderbar, ja. Walter, danke schon für die 200 Birdies. Ich habe gerade gehört, ich soll irgendwem grüßen. Avocado. Oh, ich mag Avocados. Avocado. Hallo, Avocado. Ich grüße dich. Hallihallöchen. Hallo, hallo. Der scheiß Unethical Zoo ist so geil. Ja. Deswegen meine ich, dass das funktioniert halt. Ist halt ein editiertes, thematisches Gameplay-Video. Du schaust das an, weil du sehen willst, wie jemand in Planet Zoo, obviously, einen unethischen Zoo gebaut hat. Und du weißt genau, kannst dir genau vorstellen, was da drin passiert.
Er macht halt dumme Scheiße. Und blendet zu. Punkt. Ist halt still ein Gameplay-Video, aber deutlich anders, als man es, ja, als man es sonst von Let's Plays an sich so kennt. Das Format ist einfach ein bisschen anders. In Streams kann man wunderbar auf das Geschehen eingehen, wie toll du diesen Lava-Eimer gesetzt hast. Das Commentary haut's halt raus. Du meinst, dass man, wenn man besonders gut kommentiert, oder was meinst du jetzt? Ich geh mal frühstücken. Viel Spaß, beziehungsweise guten Hunger dir. Die Zeit und den Aufwand, den der Little Bro da für seine Videos hergibt, ist Wahnsinn. Oh ja. Mhm. Solche Videos sind halt auch ein bisschen, sind noch ziemlich krass so. Oh, ich glaube, das wollte ich. Ja, hör auf. Boah, Mr. Nutella, das ist jetzt gar nicht nett. Jetzt sind die Lava-Fallen? Fand ich gar nicht mal so geil. Ja, bin dabei, ne? Ole, ole. Ole, ole. Ole, 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 ole. Danke für 4 Monate, danke schön. So, mein letzter hat einen Donut. Ich liebe ja Hennos Videos durch dieses stark editierte und unterhaltsame. Ja, die sind auch ziemlich nice. Sind auch ziemlich nice. Oh. To be honest, für die Highlight-Videos habe ich meinem Cutter sehr viel Henno-Stuff immer geschickt. Als Inspiration bzw. Schnittstil, was für so eine Richtung es gehen soll. Mhm. Mhm. Da hast du lange eingeteilt. Ich habe halt nicht viel gegessen, ja. Warum hast du Kaffee auf den Hörnern? Warum nicht? Warum sollte ich keinen Kaffee auf den Hörnern haben? Hm. Ich sehe das ja jetzt erst. Oh, ist das Pain. Okay, wir machen das von der anderen Seite. Oh mein Gott, das wird, glaube ich, alles so Pain. Pain, Paco. Ein Wiggle. Hä, wie viel passiert denn heute Morgen? Stressiger Morgen heute. Ich zöpfle mit den Zöpfen. Ich zöpfle mit den Zöpfen. Oh, by the way, ich hab Tina, meine Model-Mama, schon gefragt, ob sie Lust hatte, ein neues Outfit für dieses Model hier zu zeichnen. Ja, ich habe ein paar Ideen. Sie muss mir nur noch zurückschreiben, worauf, also ob sie darauf Bock hätte. Aber für gut auf jeden Fall. Ich will auf jeden Fall noch eine coole Frisur haben. Yeah. Yes, yes. Ich freue mich so. Oh yes. Wo kann man Fanarts von Ninja hochladen? Auf dem Discord, im Fanart-Channel. Oder auf Twitter sehe ich es, glaube ich, am besten. Twitter ist immer gut. Dankeschön. Ich mag das auch. Die Frise ist schon impressive. Ich liebe, dass sie so frech aussieht. Kriegen wir ein Krankenschwester-Outfit? Nein. Majora, jetzt wo du so fragst? Nein. Mm.
Ich sehe dich bald in Halloween, Weihnachten. Aber was ist denn ein Silvestermodel? Wie sieht denn das aus? Wie sieht denn das aus? Ja, Leute, stimmt aber eigentlich, ne? Oh, es ist jetzt bald schon Mitte September. Where the fuck? Wo ist die Zeit hin? What happened? Einfach 2024 auf den Horn. Ja, dafür brauche ich kein neues Model. Ja, das ist schon ein bisschen belastend. Das wird alles sehr lange dauern. Puh. Mein Jahr bestand bisher nur aus Uni-Stress und innerlichem Schreien. Nein, nicht wirklich. Bei dem alten Model mit dem animierten Kleid, ich erinnere mich gar nicht an ein animiertes Kleid. Kann Naomi auch Models erstellen? Ja, ihr eigenes Model ist ja auch von ihr. Ja. Genau, und sie hat das von Luna gemacht. Ja, true. Das rot-weiße Kleid. Achso, das Weihnachtskleid, aber das ist ja kein Silvesterkleid. Ginger, das FAQ, was Moni meinte, war das FAQ im Rahmen des Cover des Jahres. Oh! Ah, auf meinem Ginger Dubbed, auf meinem archivierten Channel. Auf meinem Ginger Dubbed Channel. Fuck, die Videos muss ich mal aber offline nehmen. Die sind ein bisschen zu alt, muss ich mal rüber gucken und offline nehmen. Cover des Jahres war eine Zeit. Boah, diese Covers des Jahres, die haben mich immer voll gestresst. Oh mein Gott, ich habe das einmal eingeführt. Und dann irgendwie hat mich das nur noch genervt, dass ich das eingeführt habe, weil alle danach gefragt haben und ich dachte so, oh fuck man. I don't even like this anymore. Habe ich auf YouTube gesehen mit Lunas Model, war voll verwirrt. Warum denn verwirrt? Ach Quatsch, Ginger merkt sich das. Nee, kannst du eine Notiz machen, Lini? Mach eine Notiz. Alles Emres, danke schön für 5 Monate. Oh mein Gott, danke schön. Danke. Nee, das muss wirklich richtig alt sein. Oh, wollte eigentlich Mona irgendwann schlafen? Upsi. Upsa. Weil ich dachte, das wäre ihr Model. Aber das ist ja auch Lunas Model. Oh. Wie war der Quiz-Day bei Mona? Sehr nice, aber ich habe sehr viel nicht gewusst. Sehr, sehr viel nicht. Nee, das ist schon cool. Ich mag die Quizzes voll gerne. Eigentlich würde ich auch gerne mal einen Quiz organisieren. Man kann nicht so tun, als wäre ich schlau, aber auch nur, weil ich alles schon vorher recherchiert habe. Und Gäste einladen und die leiden lassen. Das ist schon ein bisschen lustig, oder? Oh Mann. Als Quizmaster musst du ja nichts wissen. Genau, ich habe die Fragen ja alle vorbereitet und hab Google parat und Wikipedia. Damit sollte das ja eigentlich gehen. Warum sind die Kaffeetassen auf der Spitze deiner Hörner? Warum nicht? Ein Quiz wäre toll. Aber worüber denn? Ich bin jetzt eigentlich nicht so... Ich hätte gerne ein Theme. So Allgemeinwissen und so. Ja, man könnte Allgemeinwissen nehmen. Quiz über VTuber. Hm.
Nächste Woche kommt die dritte Kaffeetasse. Nee, ich überlege dann. Ich habe schon überlegt, ob ich eine Kaffeetasse an meine Kette hier unten machen will. Oder eine Kaffeetasse auf meine Flügel oder so. Aber es darf kein Fehler vorkommen. Das kann sehr unangenehm sein, wenn als Quizmaster, wenn man da nicht recht hat. Ich lasse Leute drüber gucken. Ich lasse genug Leute drüber gucken und hoffe dann, dass es alles stimmt. Aber selbst wenn, das passiert halt mal. Fehler passieren mal. Das wird schon nicht so schlimm sein. Würde doch ein reines Deutsch-Quiz werden. Nee. Nee, das finde ich doof. Also so ein Back-to-School... Also Back-to-School könnte man machen, aber dann würde ich halt so richtig 5. Klasse Wissen nehmen. So Sachen, die man eigentlich wissen müsste, aber irgendwie gar nicht mehr weiß. Wenn überhaupt. Ich habe meine Goldstiefel gar nicht angezogen. Fuck, was ist jetzt passiert? Oh no, was passiert, wenn ich ohne Goldstiefel in das Portal gehe? Oh no. Nichts. Hä? Aber warum muss man dann Goldstiefel anhaben? Das verstehe ich nicht. Nichts? Aber warum muss man die dann anhaben? Satz des Pythagoras. Ah, dass mich Monster nicht angreifen. Oh, okay. Ach so, die Gegner hier greifen mich dann nicht an. Okay. Puh, ich dachte schon. Gerade kurz Angst gehabt. Jawohl. Stacken ist besser. Immer noch darauf, dass ich den Flächeninhalt unter einer Kurve berechnen soll. Die Lehrer meinten doch, das brauchen wir immer wieder. Belastend. Hinlegen und dann rollen. Ah, ich habe alle Eimer voll, gut. Nicht wow, wow, au, au. Ich habe au, au gesagt, nicht wow, wow. Du brennst im Nether sehr viel länger. Belastend. Hä, wo bin ich? So. Guten Morgen, hallo. Jetzt der Kaffee wieder heiß. Oh, ich habe sogar noch Kaffee. Danke für den Hinweis. Wie sieht's mit Okti-Rucksack aus? Wieso fragst du das mich? Wieso fragst du mich für Merch von Marku? Ja, ist wieder mal Feuer und Flamme für uns in Japan zu. Feuer und Flamme. Weiß ich nicht weiter. Weiß ich nicht so, ob ich das so bezeichnen würde. Wow. Oh Gott. Diese Betonung Feuer und Flamme. Feuer und Flamme. Das ist so eine Sache mit Schulmathematik. Für die meisten Berufe ist die komplett nutzlos. Für Wissenschaftsstudien oder andere Studien, wo man Mathe braucht, ist sie viel zu unterkomplex. Aber ist doch vielleicht nicht. Ist doch nicht schlecht, wenn man es dafür braucht. Ist es doch nicht schlecht, wenn man zumindest Basics davon schon mal gehört hat, um vielleicht schwierigere, komplexere Sachen leichter verstehen zu können, oder nicht? Gehört der Leuchtturm zum Mona? Ja. Alles, was ihr hier seht. Alles, was das Licht berührt,
ist von Mona. Ich habe keine Ahnung von Minecraft, aber irgendwie beruhigt das mein Hirn dabei zuzusehen. Du musst doch keine Ahnung haben. Im Prinzip laufe ich gerade nur hin und her und platziere Blöcke irgendwo und quatsche dabei. Irgendwie sind Minecraft-Frühstück-Streams immer eher so Just-Chatting-Streams und ich spiele halt Minecraft ein bisschen dabei. Mehr nicht. Also im Info oder so bringst du dich trotzdem im ersten Semester, Mathe um, wenn du davon was hörst. Ah, schön. Wunderschön. Oh no. Meine Kaffeetasse ist kaputt, die ist ständig leer. Das geht nicht, du musst es dir mal zurückbringen. Bring die zurück, frag warum. Warum Kaffeetasse immer leer, warum? Alter, ich weiß nicht, warum ich immer hier lang gehe. Ich habe hier doch ein... Mein Brain, ey. Aber eine Stadt im Minecraft Kreativmodus gebaut. Ja, das hier ist Survival. Die Olle ist richtig am durchhassen. Oh, Schnitzel folgt mir. Danke, Schnitzel, für dein Follow. Schnitzel folgt mir. Und jetzt nicht, dass Schulmathe nutzlos ist. Ich glaube auch nicht. Aber der ganze Rechenwegmist ist sinnlos. Und hat zu viel Zeit in der Schule verschwendet, dass man alles immer so aufschreiben musste. To be honest aber... Niro, hallo du. Guten Morgen. Aber to be honest, Rechenwege kann man auswendig lernen. Und dann kannst du die einfach aufschreiben. Das war der Grund, warum ich zumindest immer Fünfen mit Mathe gekriegt habe. Ich dachte gerade, da wartet ein Creeper. In der Lava. Ohne die Rechenwege, die man einfach auswendig lernen kann, hätte ich keine 5 gekriegt. Auf jeden Fall brennt sie für ihr aktuelles Bauprojekt. Genial, genial das. Genauso wow. Wie ich, aber davon kann ich euch erst am 19. September berichten. Jinja Squeeze. Und damit einen schönen guten Morgen, liebe Jinja und lieber Chat Jinja Love. Extreme Builder, was baust du denn genau für den 19.09.? Und was ist denn am 19.09.? Dass du da was baust, das verstehe ich gar nicht. Was soll denn da sein? Oh, bitte macht mir keine Angst. Please. Please don't make me afraid. Please no. Extreme Bilder, bitte brenn nicht so hart. Das auch bitte, bitte verbrenn dich nicht. Den Satz des Pythagoras werdet ihr immer brauchen. Ja, die Sache ist, mit Mathe kann ich sowieso nichts anfangen, aber das wisst ihr ja schon. Ich lasse das immer andere für mich machen. Und ich bin sehr gut im Schätzen. Ja. Ich bin sehr gut darin, fast das richtige Ergebnis für Dinge zu schätzen. Und dann kann ich einfach sagen, ja, das Ergebnis müsste irgendwas so um den Dreh sein. Und dann rechnet jemand das aus danach und sagt, ja, richtig. Und dann bin ich so, oh yeah. Mhm. I knew, I already knew. Mhm. Oh, ich muss schlucken. Oh mein Gott, Stunden sind Leute, wir streamen schon eine Stunde. Schluckern. Und ich mag auch voll die Musik gerade, ich liebe den Track. Schluckern. Sappe, Sappe. Oh mein Gott. Sappe, Sappe. Ein großer Sappe. Giga Sappe. Okay, schlucken, schlucken. Habe ich mich eigentlich bedankt bei Cyber Dragon für 23 Monate? Dankeschön. Und Lugoka für 10 Monate. Dankeschön und guten Morgen dir. Und Rapbraut, danke für 7 Monate. Hallo, hallo, hallo. Und danke für dein Tier 3 Resub. Oh mein Gott. Dankeschön. Das ist doch genauso wie mit Deutschunterricht. Wie viele Abende liege ich im Bett und denke mir, boah, jetzt noch eine Gedichtsinterpretation. Ey, ich mache das echt oft. Ey.
Ich finde Gedichtsinterpretationen immer noch ziemlich, ziemlich sinnvoll. Oder allgemeinen Interpretationen. Oh, Mona schläft. War gerade am Chat lesen. Brrp. Hintergrund rumbringen. Kaffeetassen. Nee, das sind keine Kaffeetassen. Das ist einfach allgemein Geschirr. Geschirr. Der Tom macht die Küche sauber. Wie es erstmal zischt. Oh mein Gott. Das ist alles Pain. Ich liebe es, Dinge einfach so zu interpretieren, aber das zählt nicht, oder? Nee, ich finde auch, wenn man einfach lernt, bestimmte Dinge zu erkennen, dann... Also in der Sprache einfach. Dann kommst du leichter durchs Leben. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Wie ich das anders erklären soll. Ist es nicht was super Nices, wenn Leute mit dir reden oder mit dir schreiben? Wenn du das einfach gut verstehen kannst? Naja. Für mich ist es halt ganz besonders nochmal, weil ich habe ja viel mit Lyrik und Stuff zu tun, wenn ich meine Texte übersetze. Ist ja klar, wenn ich Musiktexte übersetze, dass ich dann irgendwie wissen muss, worum es geht und verstehen muss, welches Stilmittel der Künstler benutzt hat und whatever. Aber das ist ja sehr spezifisch, das braucht jetzt nicht unbedingt jeder. Dass ich das beruflich mache, ist ja jetzt nicht so. Oh, ich habe gar nicht das Geschenkwurfding an. Nein! Ja, Manu, danke für 5 Subs. Weißt du was? Mach das jetzt an. Prepare for pink. Prepare for pink, Leute. Warum dauert das so lange? Ich sehe gar nichts von dem Pink. Ah, jetzt! So, warte mal. Stand hier nicht irgendwo? Manual Throw. Oh mein Gott, Tom hat der mich erschrocken. Manual Throw. War das nicht die Taste? Okay, das sind keine Subs, aber 5 Stück waren's. Danke für die 5 Sabis. Vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön. So. Ist das nicht wunderbar? Da wurde einfach, ja, da war einfach ein Bär. Ich weiß doch auch nicht warum. So, ich glaube, es ist langsam der Punkt, in dem man hier sowas machen muss. Oh. Da ist auch ein Fisch gewesen, yes. Es ist immer wieder schön, wenn man an die schlimme Zeit erinnert wird. Yinjarit, es ist vorbei, jetzt bin ich alt und sicher vor dem Käse Yinjari in Japan zu. Warte, welcher Käse? Hä? Was? Welche schlimme Zeit? What the heck? Das Programm hieß ja auch so. Ja, das heißt Tits. Das Programm heißt Tits. Oh fuck, wo muss ich denn das hier hinsetzen, damit das... Scheiße, wo setze ich denn das hin, damit... Oben am Balken? Aber der Balken kommt doch wieder weg. Es heißt ernsthaft Tits? Ja, Wursti. Es heißt ernst... Willkommen in der Welt der VTuber. Ich muss eine Schicht unten bauen. Also darf ich das doch nicht tief machen? Yinja, ich hoffe, du weißt,
dass du Flüssigkeiten in Minecraft nicht stapeln kannst. Das wusste ich nicht, ehrlich gesagt. Denn die Sache ist, du kannst ja auch einen Wasser kannst du ja auch tiefer machen und trotzdem ist die Schicht the same. Aber das heißt, es... Tits? Achso, Tits heißt Twitch Integrated Throwing System. Am einfachsten wäre es mit einem Feuerresistenztrank. Aber wo muss ich denn die Lava hinsetzen, damit die Löcher ausgefüllt sind? Wasser hat eine andere Physik in Minecraft. Ich merke es. Oh ja, yeah, that's true. Du müsstest eigentlich eine schwebende Schicht bauen, wo du dann das ganze Zeug in eine Schicht draufhaust. Also meinst du, ich muss einfach hier doch Steine hinbauen, oder wie? Funktioniert das jetzt überhaupt noch? Ja, wirklich? Was sind denn überall Glattsteine? Was sind denn Glattsteine? Ich dachte halt einfach, ich mache quasi kein tiefes Becken, sondern ich mache einfach nur das. Weil man sieht es ja eh nicht. Funktioniert ja eh nicht mit dem Stacken. Und das halt quasi auf das ganze Becken dann, ne? Aber ja? Oh, scheiße. Das ist jetzt aber richtig Pain, wo schon Lava drin ist. Du kannst den Block darunter entfernen, aber du kannst keine Flüssigkeit aufeinander platzieren. Ich empfehle es nur einen Block tief zu machen, da wahrscheinlich eh niemand da doch ein GGE hin wird. Puh. Ich glaube, Leute, also danke für die Info. Aber ich glaube, Leute, das ist eine Aufgabe für Zukunfts-Ginger. Habe ich gerade so beschlossen. Muss aufpassen, nicht gleich in die Lava rein. Lass Mona machen? Nein, Mona hat ihre eigenen Projekte. Ah. Zukunfts-Ginger wird sich freuen. Ich hoffe alles. Oh Mann. Was Ginger damit sagen will, fuck this shit, I'm out. Belastend. Oh, dankeschön, Nero, by the way. Danke für die Biddies. Für 400 Biddies jetzt insgesamt. Oh. Habe ich noch Kaffee? Oh, ein bisschen. Okay, das war's jetzt mit meinem Kaffee. Aber ich habe hier noch Steine. Wisst ihr was? Wir machen jetzt ganz gediegen, ganz chillig. Wie würde Marco sagen, ich bekomme Depressionen von diesem Lavasee. Das würde Marco sagen. Bereitest die andere Hälfte vor, füllst Lava um und dann kannst du entspannter die erste Hälfte angehen. Oh, das ist eine gute Idee. Luna. Ah nee, Moment, hab mich verlesen. Knuffel. Knuffel, du bist ein Genius. Ich nehme einfach die Lava und pack sie woanders hin. Das ist eine gute Idee. Ah, ich brenne. Oh, ich brenne. Oh, oh, ich brenne. Oh, au, oh, au. Oh, oh, oh,
Oh Mann, ey. Scheiße, die Depris kicken. Oh nein. Krieg ich da Barbecue? Ich würde mir Sorgen machen, wenn meine verbrannte Haut nach Barbecue riecht. Boah, ist Ginger heute wieder hot. Oh Leute. Wir nehmen die Lava und schieben sie so anders hin, ja. So ein Wasserbecken wäre auch nice. Ja, ich habe jetzt kein Wasser. Ich habe mir das auch schon mal gedacht, so, was passiert eigentlich, wenn ich in die Lava fall? Vielleicht sollte ich mir dann ein Wasserbecken oder so machen. Oh Mann, ey. An dem Punkt war schon mal jeder in Minecraft, dass man sich denkt, fuck, man muss das ganze Bauwerk verwerfen. Ich habe auch keine Spitzhacke mit, man. Ich habe keine Spitzhacke mit. Ich muss die ganzen Blöcke mit der Hand wegkloppen. Oh, wisst ihr was? Ich packe das hier schon mal woanders hin, hier hin. Kann ich das wieder mitnehmen? Oh, ein Schleim da hinten. Pull Ginger. Grillziege. Hä? Hört auf. Gibt's heute Ziegenbraten? Hallo? What the heck? Lass das mal. Hallo? Top vorbereitet, nicht wahr? Wie kann man nur eine Schaufel und eine Axt mitnehmen? Wie kann man nur? Leute, ich möchte, dass ihr mich cancelt. Ich spiele Minecraft und hab eine Axt und eine Schaufel mit. Oh nein. Es geht zu Ende mit mir. Chat, es war wirklich schön mit euch, aber ich weiß, es ist wirklich schwer nachzuvollziehen, aber das war's mit uns. Das war's. Chat, wir können so nicht weitermachen. Wie könnt... Ich weiß, es ist schwer. Denn wie könnt ihr leben mit dem Wissen, dass ich nur eine Axt und eine Schaufel mit habe? Oh nein. Ginger macht Schluss mit uns. Nein, Mann. Oh, Ginger, Mona will schlafen. Oh. Mona will schlafen. Lecker Biddies. Wir haben noch eine halbe Stunde. Wir haben noch eine halbe Stunde. Nee, Leute. Wir können jetzt nicht... Was macht der Zombie da? Wir können jetzt nicht weitermachen. Ich habe nur eine Axt und eine Schaufel im Inventar, Leute. Das geht so nicht. Das geht nicht. Danke, Nero, für die Bitties. Oh, heute Nachmittag gibt's Steak. Oh, stimmt, ne? Jetzt ist eigentlich wieder so richtiges... Oh ja. Grillwetter. Das gute Grillwetter. Also im Wald und Axt und eine Schaufel ist ja super. Im Wald. Warte mal, warum brauchst du im Wald eine Axt und eine Schaufel? Immer wieder gern. Jenialowe. Danke, Nero. Wenn du im Wald eine Axt und eine Schaufel mitnimmst, würde ich mir Gedanken machen. Dann willst du eventuell vielleicht was vertuschen. Ich hoffe, du weißt, dass ich auf menschlicher Ebene von dir enttäuscht bin, du Widerling. Das klang nach einem True Crime Setup, auf jeden Fall. Wirklich, klang es wirklich. Oh Mann, ey. Oh Leute, ich find's voll entspannt gerade. Ich mag wirklich die Frühstückstreams, die sind toll. Oh, ich mag die Idee. Wir nehmen die Lava und packen sie woanders hin. That's great.
Oh. Denkt dran, Lava muss auf jeden Block, I know. Nein, nein, nicht auf diesem Block. Mit einer Axt und einer Schaufel könnte man im Wald auch einfach was bauen. Was willst du denn bauen? Hast du nicht noch mehr Eimer? Hab ich, aber brauche ich gerade nicht. Man, ist das alles traurig. Eine Waldhütte. Oh Leute, denkt dran, in Deutschland braucht ihr eine Genehmigung für eine Waldhütte, ne? Das geht nicht einfach so. Das dürft ihr bitte nicht vergessen. Nix ohne Baugenehmigung, Leute. Alter, hier stinkt's nach heißer Bergziege. Oh. Halli, Hallöchen, Schweinsbraten, hallo. Ah. Oh mein Gott. Boah, ich muss gerade sitzen. Allgemein, ich will mich mal ganz kurz strecken. Ah, fucking hell. Puh. Heutzutage brauchst du doch für alles eine Baugenehmigung. Ja, Leute, ne? Übrigens auch an die Camper hier, die immer in meinem Chat campen, ne? Was ist eigentlich mit euch? Ihr sitzt hier teilweise 6 Stunden vor Streamstart und campt in meinem Chat. habt ihr eine Baugenehmigung? Dürft ihr euer Zelt da einfach aufstellen in meinem Chat? Was soll denn das? So, ich soll mal wiggeln. Wiggle time. Oh Mann, wo kann ich diese Genehmigung finden? Erstmal brauchst du den Passierschein, wie heißt denn der nochmal? A38? Und dann musst du das zusätzliche Steueramt finden. Kann das Overlay da mal bitte weggehen? Hallo? Bitte geh weg. So. Musik ballert gerade ziemlich schon ein bisschen laut, ne? Aber ich mag die auch. Wow! Baugenehmigung, was ist das? Tja, ne, wenn du das nicht weißt. Start kommt morgen vorbei und verhafte dich. Schwierig sonst. Parfüm oder Deo? Warum denn ein Entweder-Oder? Ich meine, Parfüm sprühst du dir doch nicht auf deine Achseln. Natürlich Parfüm und Deo. Oder gibt es Leute, die einfach nur Parfüm benutzen und das dann einfach so auf die Achseln drauf sprühen? Why? Oh nein, mein Chat ist ausgegangen. No, Chat, I don't see you anymore. Es gibt alles, Ginger, aber was? Das klingt richtig disgusting, finde ich auch. Es gibt den Passierschein A38 auf Amazon zu kaufen. Alter, easy. Ja, dann. Steht ja dem Campen in meinem Chat nichts mehr im Weg, ne? Oh. Damals...
Warte, was? Shiki, bitte was? Hä? Parfüm unter die Achseln, das kommt an den Hals. Yes, Parfüm kommt freaking an den Hals. Das gehört an den Hals. Oh mein Gott. Boah, Leute, ich muss gestehen. Wenn wir das hier durch haben, mache ich 3 Kreuze, wirklich. Wirklich. Oh mein Gott. Verständlich, ja, es ist wirklich so. Ich muss auch gucken, was ich heute nach dem Stream noch mache. Mein Kopf ist die ganze Zeit schon so. Erstmal war ich müde, aber jetzt bin ich wach. Ich habe Kaffee getrunken, mein Kaffee ist alle. Ich habe noch Kaffee an den Hörnern, aber sonst Kaffee alle. Und bin die ganze Zeit schon am Thinken. Achso, ich bin ja heute bei Mona. Leute, nicht vergessen, gegen 17 Uhr bin ich auf jeden Fall bei Mona. Da wird ja heute im VR-Chat rasiert, habe ich gehört. Ja. Ginger geht dir gleich an den Hals. Oh mein Gott, jetzt muss ich wieder an Asterion denken, was Baldur's Gate. Oh Mann. Aber ich hab gestern gar kein Baldur's Gate gespielt, Leute. Wie soll ich denn das überleben? Oh mein Gott, was denn, meine Eltern waren eben kurz bei mir und haben selbstgemachten Shoki Pudding mitgebracht. Jinja, Krijinja, Krijinja, Love. Aber ist doch voll cool, Paul. Wie cool. Panda, danke schön für 9 Monate. Danke für den Resub. Hallo, hallo. Wo kam die Subgifts her? Schönen Tag und danke für deinen Sub. Danke schön für deinen Sub. Danke schön. Für den fließt doch erst von der Mitte nach außen. Aber ich mache einfach hier wieder so Streben und dann fülle ich die restlichen. Ich glaube, es ist einfacher, wenn ich erst den Rand mache. Was baut sie denn? Lava. Lava. Bitte was? Dum, dum. Dum, dum. Lass es dir schmecken, Paul. Yeah! Aber wie süß, dass deine Eltern vorbeikommen und dir Pudding bringen. Man. Das würde ich auch gerne. Dass Leute vorbeikommen und mir Pudding bringen. Das wär's doch. Oder? Ich baue meinen Geburtsort, ja, sozusagen. Ich mach's mir hier heimisch. So, jetzt ist der Punkt, wo ich langsam auch mal die anderen Eimer nehmen könnte. Upsa. So. Sonst steht Lini morgen vorne an der Tür mit dem Eimer Pudding. Bitte nicht. Bitte nicht. Ich brauche keinen Eimer Pudding. Bitte nicht. Wir müssen es ja nicht übertreiben. Auf der Dokumi keine Lebensmittel mitbringen. Ja, ja. Aber wie gesagt, verstehe das ja, wenn Leute lieb sind und was mitbringen möchten. Aber oh, das ist ein bisschen schwierig. Kann schon da jetzt jemand... Leute, ich will gerade keinen Pudding, alles gut. Das war eher so generell, dass das einfach eine nette Geste ist, oder? Jemand denkt an euch und bringt euch was mit. Ich finde das irgendwie süß. Hör auf, du bist ja nur schneller. No, stop it. No, no, no. No, hör auf. No. Haben dir deine Succubus-Eltern keinen Seelenpudding mitgebracht? Nein. Ah, leider nicht. Leute, ich schaff das hier so dran.
Ich muss sagen, ich schaffe das hier zu stehen, ohne mich zu verbrennen. Ja, I tried my best. Scheiße, nicht hier sterben, bitte. Oh nein. Oh. Oh. Ich muss los, wünsche euch noch einen schönen Stream. Viel Spaß dir. Dankeschön. Einen schönen Sonntag dir. Ja, hier drin muss es wirklich richtig hart nach Grillspaß riechen. Gibt es ein Gingerbrand-Emote? Wir haben ein This is fine-Emote. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Für die Situation hier. This is fine, glaube ich. Kann man da ganz gut benutzen. Ja, genau das. Macht dir eine Arbeitsrüstung mit Feuerresistenz. Ja, die Sache ist, bis ich das rausgefunden habe, sind 2 Streams vergangen wahrscheinlich. Ich glaube, ich werde mal gucken, ob ich das Offstream mache oder so. I don't know. Was macht ihr eigentlich heute noch so? Leute, ihr wisst ja, also ich kann natürlich hier... Mein Kopf ist gerade ein bisschen occupied mit Lava. Ich kann euch natürlich erzählen, was ich heute alles wieder langweiliges, tolles geplant habe, aber ich bin hier, um euch zu hören. Was macht ihr so? Hm. 2 Streams optimistisch, was soll das denn? Zocken. Ey, zocken ist auch gut. Ich würde auch fühlen, Baldur's Gate zu spielen. Ich habe schon mal Minecraft auf Katzensprache gespielt, actually. Yeah. Zum Mondi gehen, okay, Mondi ist ja auch toll. Das ist verständlich. Ich gehe ins Kino. Oh, was gibt's für einen Film? Ich habe meine Hausarbeit done. Heute mache ich meinen Whisky leer. Warte, was? Du hast deine Hausarbeit fertig jetzt? Was? Das muss gefeiert werden. Ich mache den Sekt auf. Was? Ich spiele Zelda. Oh. Oh, wir müssen auch mal wieder Zelda weiterspielen. Oh, mal gucken, ob das nächste Woche was wird. Mit Katze Gassi gehen. Oh, wie cool. Oh mein Gott. Schwierig. Baust du das Bett ab? Wegen Mona. Damit sie nicht so lange warten muss. Wenn sie schlafen will. Weil sie auch gerade auf dem Server ist. Deswegen habe ich mein Bett ja nicht. Oh, ja, ich habe vergessen, es wieder hinzusetzen. Nein. Kiaschein, dankeschön für 10 Monate. Dankeschön. Dann ist aber auch dein Respawn-Punkt resettet. Ja, klar, aber ich musste doch. Oh, verdammte. Okay, Leute, wir müssen in dem Stream jetzt... Ich habe nur noch 15 Minuten. Ich muss in dem Stream jetzt ganz schnell mein Zuhause... Was ist das denn für ein neues Rezept? What the fuck? Ich muss ganz schnell mein Zuhause finden. Scheiße. Also, ich hatte im Inventar nicht so viele wertvolle Sachen. Das ist der Grund, warum ich meine Spitzhacke nicht mit hatte. Weil ich genau wusste, dass ich vielleicht in die Lava fallen könnte. Ich wollte meine Diamantspitzhacke nicht verbrennen. Ich habe jetzt sehr viele Eimer gewastet, sage ich mal. Ich kann mich nicht daran erinnern, jemals hier gespawnt zu sein. Ja, genau, wir haben eine Eisenfarm. Deswegen ist das nicht so schlimm, zum Glück.
Aber dass ich jetzt irgendwo anders gespawnt bin, ist nicht so geil. Danke fürs Papa, yeah. Das muss bis Mittag fertig werden, nur hau mal rein. Tempo ist nicht nur ein Taschentuch. Den Spruch habe ich ja auch noch nie gehört. Soll Mona dich holen? Weiß Mona, wo ich bin? Oh mein Gott, weiß Mona, wo ich bin? Mona, kannst du mich abholen? Weil ich Scheiße gebaut hab und macht los bin. Mona, kannst du mich abholen? Mona, kannst du mich abholen? Mona! Aber ich kann mich nicht dran erinnern, dass ich hier mal gespawnt bin. Ich will eigentlich nur hier drauf, um mal zu gucken, ob ich von hier irgendwas sehe. Oh Mann, ist das eine dumme Situation. Ja, Mona kann wahrscheinlich Koordinaten lesen im Gegensatz zu mir. Das wird's wahrscheinlich sein. Okay, warte, vielleicht sehe ich von hier ja was. Warum brennt da unten der Wald? Warum brennt... Nein, nicht Skin-Anpassung. Warum brennt da unten der Wald? Ach Mann, das gibt's doch nicht. Klar regnet's jetzt. Großartig. Sorry, ich habe nicht aufgegessen. Paul. Ich glaube, das wäre jetzt die beste Option. Mona, kannst du mich abholen? Mona. Ich weiß nicht, wo ich gespawnt bin. Warte, wie mache ich nochmal die Koordinaten? Nee, nicht so. Hier so, ne? Schreib die Koordinaten in den Chat. Das dauert doch ewig, bis ich mir die gemerkt habe. Klein Ginger möchte aus dem Bällebad abgeholt werden. Ja. Wir haben nur noch 10 Minuten Streamzeit. Minus 370, 120. Soll ich die suchen gehen? I'm so sorry. Ja. So. Ich weiß nicht. 971. 122. Sollte ich von dem Berg hier runtergehen? Ich weiß gar nicht, ob das so sinnvoll ist, dass ich jetzt hier auf dem Berg chille. Ich stehe auf einem Berg und einem Erdschlong. Wie nennt man die denn? Ich nenne es jetzt Erdschlong. Ich weiß nicht, wie man das sonst nennt. Erdhaufen. Ach Mann, ich weiß doch nicht, wie man das sonst nennt. Mona, kannst du mich abholen? Weil ich Scheiße gebaut hab und macht los bin. Mona, kannst du mich abholen? Ich
Ja, Leute, soll ich ein paar Lieder singen, bis Mona da ist? Ach Mann, ey, das tut mir so leid. Leb deinen Traum, denn er wird wahr. Geh deinen Weg, stelle dich der Gefahr. Alles, was wichtig ist, wirst du erkennen, wenn die Zeit gekommen ist. Ja, greif nach den Sternen, du bist bereit. Glaub an dich, bald ist es soweit. Wir werden bei dir her sein. Sei bereit. Brr, 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 brr. Mama, wie lang ist es noch? Mama! Gibt es auch so Wanderlieder oder sowas? Ach so, hast du Fackeln? Nee, ich habe keine Fackeln, unfortunately. Sind wir gleich da? Ich kenne ein Lied und das geht jedem auf die Nerven. Ich kenne das gute Thüringer Wanderlied. Okay, let's look for the Thüringer Wanderlied. Thüringer Wanderlied. Das Rennsteiglied. Das musste ich im Musikunterricht auswendig lernen. What the fuck? Mona stürzt sich von Abhängen für dich. Bitte was? Mona ist gleich da? Tada! Ist Mona... Warte, ich mach mal meinen Discord auf. Alter, dieses Lied geht mir auf die Nerven. Ich mach's jetzt aus. Genug jetzt. Reicht jetzt auch wieder mit Thüringer Wanderlied. Und das lerne ich auswendig. Sitzt du gerade? Ja, ich sitz gerade. Mama, wann kommt denn Mona? Ist Mona da schon? Ich versuche sie zu sehen, aber man erkennt nichts. It's so dark. Guck mal, ob du Mona mit ihrer Fackel in der Hand siehst. Da hinten leuchtet was, aber das bewegt sich nicht wirklich. Mona! Mona!
Wann kommt die Mona? Gib mir Heimat, gib mir Glück. Wann kommt die Mona? Gib mir Heimat, gib mir Glück. Gib mir meine Items wieder zurück. Wann kommt die Mona? Wie süß. Gib mir Heimat, gib mir Glück. Gib mir meine Items wieder zurück. Griechischer Wein. Gut, dass ihr das da reinschreibt. Mona! Mona, 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 Mona! Mona! Schaum von der Klaus, Dankeschön für 26 Monate, Dankeschön. Mona, Mona! Mona, Mona! Oh mein Gott, danke, Fackeln! Mona, Mona, Mona! Und Essen! Alter, ein Schild! Oh mein Gott! Ja, Pock! Meinte ich, soll auch das Fleisch lieber essen? Rein da. Easy. Oh mein Gott, Mona einfach. Die hat mich einfach aus einer tiefen Leere geholt. Ich. Oh fuck. Oh fuck, ich hab meine fucking gesetzt. Ich hab meine fucking gesetzt. Mona, es tut mir leid. Oh mein Gott, ich wollte das nicht. Oh mein Gott, das Duell einfach. Das Duell. Wie viele Monster sind denn hier? Das ist ja gruselig. Mona, Mona, meine Retterin, meine Helferin. Die hat mich einfach ausgehungert auf dem Bergschlong gefunden und rettet mich jetzt. Mona. Ehre an Mona. Oh Gott. Ja, hast recht, Mona, da will man auch nicht hin. Na, was ist denn da hinten? Ist da Lava? Hashtag Ehre. Ja, Ehre. Wirklich. Oh mein Gott, die schießen hier scharf. Oh, ein Tutel. Ein Tutel. Noch mehr Tutel! Nicht zur Lava, Ginger. Ich gehe nicht zur Lava. Versprochen. Ja, Leute, folgt mir alle Mona. Mona rettet mich gerade. Oh mein Gott, der schießt auf mich. Der Heinrich. Nee, ich glaube, der schießt auf Mona und verfehlt einfach nur. Okay. Man kennt. Oh. Bergziege wird zum Gehege geführt. Oh, ich habe jetzt auch einen Pfeil und Bogen. Ich kann jetzt mich wehren, Mona. Ich kann mich wehren. Guck mal, ich bin groß und vier. Oh, der ist instant gestorben. Unbefriedigend. Lass dich nicht ablenken, wer weiß, wo du spawnst, wenn du wieder stirbst. Ich habe vor allem jetzt kein Bett mehr und Luni möchte ja nicht, dass wir Schafe umbringen. Boah, wie viel Schaden macht Mona denn mit ihrem Pfeilenbogen? What the heck? Oh nein, Mona. Lass mich nicht alleine. Oh, zur Hölle bin ich gespawnt. What the heck? Where the fuck are we? Oh, es hat aufgehört zu regnen. Oh mein Gott. Habt ihr keine Schere? Stimmt, ich kann mir einfach eine Schere... Oh, Mona!
okay, zum Überleben ist das schon... Ja, ich glaube, das versteht Luni, oder? Das ist wichtig zum Überleben, ja? Das war wichtig. Ja, ganz, ganz sicher. Boah, ich mach mit. Oh, ich habe keine Pfeile mehr, das war's. Ich hau dich weg mit meiner Erde. Noch ein bis zwei Schafe und ihr könntet ein Bett bauen. Nein, 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 wir können das nicht machen, Leute. Luni tötet uns einfach. Luni tötet uns, wenn sie das mitbekommt. Wenn das Luni sieht. Oh, no. Nein, 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 we can't do that. Boah, vergammeltes Fleisch. Das esse ich am liebsten. Oh nein, müssen wir da durch? Mona hat sogar Eisläufer auf ihrer Rüstung? Apparently, ja. Oh mein Gott, ey. Mona muss sich auch schon rechtfertigen. Warte, jetzt schon? Hat Luni das gesehen? Ist sie in ihrem Stream oder wie? Oh mein Gott. Das wäre creepy as fuck. Mona, hier ist ein Chicken. Damit könntest du, das könntest du abfackeln. Nochmal die Koordinaten bis wieder an gleicher Stelle, ja. Moment. So, warte, das ist jetzt 132 und 45, ne? okay. 132. Warte mal so. 30 und 46, nee, 43 oder so. Es war so, oder? Achso, minus. Ja, yeah, that's important. Schon von der Klaus, danke schön für 26 Monate und Misael, danke für 9 Monate, danke schön, Wakeboarder, danke für 9 Monate, danke schön und Abed, danke für den Sub an Adi, Papa. Oh mein Gott, warum schreibt ihr jetzt alle gerade Minus? Ich habe doch jetzt schon abgeschickt, schon längst. Oh, ich habe mich verschrieben, deswegen schreibt ihr das. Minus 3, 123. Ich kann zahlen. Ach Mann, ey. Oh. Leute, ich kann den Stream jetzt nicht beenden. Ich kann doch jetzt nicht gehen. Mir tut Mona gerade schon ein bisschen leid.
bleib da stehen. Ich hatte nicht vor, jetzt wegzulaufen. Infinite Ginger. Scheiße. Ich finde das gerade wunderbar unterhaltsam. Wieso denn? Ushenko. Fiji! Danke für 10 Zombies. Dankeschön. Mona, kannst du mich abholen? Weil ich Scheiße gebaut hab und mach los bin. Mona, kannst du mich abholen? Mona, kannst du... Da muss das Wanderlied wieder ran. Ja, true. True. Nicht so krass. In den Thüringer Wald sind wir oft gegangen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie der Text ist. Man sieht besser, true. Okay, Leute, wir laufen jetzt übers Meer. Mona teilt das Wasser. Ich muss mal kurz Animal Crossing wieder anmachen. Das ist wichtig. Sorry, Mona, warte, das ist... Sorry, ich muss kurz... So. Oh Gott, wie geht's dir? Ah, mir? Mir geht es wunderbar. Danke, dass du fragst. Dankeschön. Ich wollte schon mal einen Stream von der besten Ziege der Welt sehen. Dankeschön. Ich bin die gute Höllenziege und ich bin da. Hallo Vici, by the way, wie geht's dir? Danke nochmal, vielen lieben Dank.
Ich würde einen Mona, kannst du mich abholen, Minecraft-Musikvideo feiern. Leider hat das Lied wirklich nur diese eine, diese zwei Sätze für den Refrain, sonst das loopt halt so schnell, aber sonst. Bam, 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 ich laufe übers Meere. Bam, 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 und dabei bin ich... Also ich bin nicht ganz nackt, Leute, ich habe einen Skin-Cock. Oh mein Gott. Nach dem Lied weiß ich nicht, wie es mir geht. Okay, true, ich weiß, da stirbt irgendwas in einem, ne? Ich verstehe das. Ich hab dich gerecht, hab mit einem Schussalert zurückgeschossen. Bei Mona? Oh, sind wir falsch gelaufen? Oh no. Ich glaube, Mona hat gerade ein bisschen geguckt und gesehen, dass wir ein bisschen falsch gelaufen sind. Oh no. Oh, danke, Paul. Vielen lieben Dank. So muss das. Bam, 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 bam. Oh mein Gott, mit wem spielst du? Das ist Mona, wie du siehst. Also steht da oben drüber sogar. Kannst du auf Twitch folgen? Die hat gerade noch Geburtstagsjubiläum. Oh, Ginger Stundenzip, ich kann gerade nicht anhalten. Sonst verliere ich Mona noch wieder. Oh no. Kann ich den Clip, wo du Monas im Fall rennst, auf den Discord einsenden? Yes, wir haben einen Stream-Highlight-Channel. Da kannst du solche Clips und Highlights reinsenden. Okay, warte, Stunden-Sip. Wir streamen schon 2 Stunden, Leute. Schlucken! Schlucken! Oh mein Gott, ey. Du scheinst ja richtig weit weggespawnt zu sein. Ich muss eigentlich seit 13 Minuten weg. Eigentlich hätte ich jetzt schon den Tisch decken müssen und kochen müssen. Eigentlich wäre ich jetzt in der Küche und würde kochen. Oh nein, Mona, heißt das, wir müssen eine Bleibe bauen? Bitte Gott, nein. Nein, Mona. Nein! Dankeschön. Danke. Ach so. Wir sollen wahrscheinlich jetzt warten, bis es dunkel ist, damit wir nicht im Dunkeln laufen. Das ist eine gute Idee. Oh mein Gott. Es ist gerade spannend zuzuschauen, nur weil ich mich verlaufe, weil ich irgendwo gespawnt bin. Sanili Lolai. Danke für dein Sub. Willkommen bei den Ginger Ninjas. Dankeschön. Alter, ich habe einen Chicken gekriegt von Mona. Was ist da los? Nein, nur ein Bett wegen der Nacht. Ich dachte nämlich gerade schon. Aber das ist natürlich wirklich eine kluge Sache. Aber Mona, jetzt steht hier so ein angefressener Baum. Das geht doch nicht. Oh nein. Wenn Luni fragt, die Betten waren da schon vorher. Ja. Die Betten waren da schon vorher. Oh Mann. Wo kann ich dir folgen? Ja, hier. Und auf meinem Patreon. Auf meinem Patreon gibt's tollen Stuff, habe ich gehört. Auf meinem Patreon gibt's jetzt gerade exklusiven Merch. Nur für meine Patrons. Oh yeah. Schlag mal die Biene. Warum sollte ich das tun? Oh mein Gott, jetzt sind wir fast zu Hause. I know this. Oder? Ist das das Bergdorf? Wir sind fast da, oder? Wir müssen nur um den Berg laufen. Ein bisschen weiter noch. Oh mein Gott, ich glaube, wir sind fast da. Ihr könntet die anfragen, ob ihr den World Spawn näher ans Dorf legen könntet. Ich glaube tatsächlich, Jan findet das lustig, wenn wir leiden und weit weg spawnen. Ich glaube, der würde nichts machen wollen. Ja, Jan mag das bestimmt.
Ich meine, man könnte trotzdem fragen, aber der würde den Spawn noch weiter wegsetzen. Ja, okay. Ich weiß, es ist ein bisschen schwierig. Oh, oh, nicht in die Kuh reinlaufen. Ich halte Abstand, Mona, ich halte Abstand. Oh, Jäger, guten Morgen. Oh, wir sind zu Hause. Wir sind da, oder? Ist hier hinten nicht mein Haus? Hier ist doch dieser komische Turm und hier hinten muss doch mein Haus sein. Ich sehe nämlich von meinem Haus immer diesen Turm. Oder ist das einfach ein anderer Turm? Ach du Scheiße. Achtung, Endermans. Ach, die sind doch lieb. Die tun doch nichts. Oh, und eine gute Nacht später. Achso, der nächste Horrorstream. Freitag oder Samstag? Oh, ich weiß gar nicht, ob wir nächste Woche einen Horrorstream machen. Muss ich noch überlegen. Muss ich noch gucken. Aber ja, Streamplan wird bekannt gegeben soweit. Also wahrscheinlich, also entweder heute, wahrscheinlich eher morgen. Und dann weißt du Bescheid, was es nächste Woche gibt. Ich bin heute auch nochmal bei Mona, nicht vergessen. Nee, irgendwie bin ich doch nicht da, wo ich dachte, dass wir sind. Scheiße. Irgendwie ist es doch echt noch weiter, als ich gedacht habe. Oh, um 17 Uhr bei Mona. Yes, um 17 Uhr. We are there. Oder? Was ist denn das sonst für ein Bauten? Sind wir da, Mona? Sind wir da? Sind wir da, Mona? Wir sind da. Ja. Ja. Mona. Mona, hier, nimm meine Blümchen. Mona! Danke! Oh mein Gott. Ich habe zwei Betten jetzt. Warum habe ich denn jetzt zwei Betten? Oh, fucking hell. Warte mal, wenn ich den wegnehme, ist der Punkt... Wir gehen einfach rein. Ich mach das Bett dahin, wo es reingehört. Leute, what the heck? Leute, wir machen... Ich muss den Stream ganz schnell ausmachen. Ich bin viel zu spät. Ich bin viel zu spät. Ich muss den Stream jetzt ganz schnell ausmachen. Leute, an dieser Stelle mache ich den Stream aus. Wieder Einstiegspunkt ist gesetzt. Wir gehen jetzt. Oh mein Gott. Leute. Leute. Hallo. Danke für diesen tollen Stream. Dankeschön. Heute um 17 Uhr bin ich bei Mona zusammen mit den anderen Leitmotiv-Leutchens. Wir feiern ihren Geburtstag noch ein bisschen in VR-Chat und quatschen und machen Unsinn, denke ich mal. Vielen, vielen lieben Dank für diesen tollen Stream. Ich versuche bald einen Streamplan zu posten. Dankeschön. Denkt an das Wanderlied. Das ist ein tolles Lied. Und dann raide ich euch jetzt zu Mona. Oh mein Gott, ich bin viel zu spät. Ich muss los. Ich raide euch jetzt zu Mona, okay? Okay, okay. Ey. So, ich werde dich zu Mona rein. Mona, Euphelia. Oh mein Gott. Vielen, vielen lieben Dank für diesen wundertollen Stream. Wirklich, Leute, ich hoffe, ihr habt einen wundertollen Sonntag noch. Vielleicht sehen wir uns ja bei Mona. Ansonsten einen wundervollen Sonntag noch. Lasst euch den Sonntag nicht vermiesen. Macht's euch bequem. Gönnt euch heute mal was. Dankeschön, dass ihr mich begleitet habt bei dieser Odyssee. Und dann sehen wir uns. Wirklich? Dann sehen wir uns. Ah. Bye, bye, Leute. Bye, bye. Bis dann. Bye, bye.